Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Letzte Part ging schon ziemlich an die Dungeons los. Ich hoffe, den Part geht's weiter mit der Story. Also gleich mal hier reinhauen. Weiter geht's. Speichern erfolgreich. Willkommen zurück. Wieder am nächsten Morgen. Ah, wieder mal gut geschlafen. Gestern war eine schöne Arbeit. Was zum... Ah! Naja, Baby! Was geht's wieder los hier, Leute? Es war zwar nur ein kleines Erdbeben, aber das habe ich erschreckt. Meine Güte. Es hat sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Und ich bin nicht daran schuld. Ja. Graudon wahrscheinlich, aber ich weiß nichts, was los ist. Hey Flemmi, was geht's so? Oh, hallo. Du bist früh auf den beiden Haaren. Flemmi, hast du eben auch das Erdbeben mitbekommen? Ja, nee. Es ist nicht so, als hätte das so um die 5 bis 10 Erdbeben-Skala gehabt. Wie heißt der nochmal? Ach, egal. Bei all den Erdbeben kann man gar nicht richtig schlafen. Flemmi, ich bin doch ganz müde. Hey! Ja, Flemmi? Ragoso? Jetzt fange ich schon an, wie ein Pokémon zu reden. Ich muss aufpassen. Hey, Lombrero! Was ist los? Wir brauchen noch einen Pokémon-Platz. Auf was haben sich gerade alle? Lombrero, Lombrero! Hä? Stimmt irgendwas nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Den Kulis hat alle zusammengerufen. Lombrero, Rero. Er hat auch die anderen Retterteams zusammen. Max gerne, Lombrero. Harry, gehen wir. Schauen wir mal nach, was da los ist. Jo. Das ist mit sehr schneller Geschwindigkeit. Wow. Was ist denn hier los? Meine Güte. Hey. Ein Pantimos, ein Griffel, Octillery, Funpi. Ach, meine Güte. Ich kann hier nicht mal alle aufzählen, obwohl. Na, könnte ich sogar. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte. Wow, sieh dir alle die Pokémon an. Flemmi! Scheint, als hätten sie jede Menge Retteteams ausgeschickt, um zu helfen. Lombrero. Ich habe einige Zeit lang die ich berühmt an, wäre aus weit entfernter Gebieten gesehen. Dieser, der cool ist. Was hat er mit allen Retteteams nur vor? Ich würde mal sagen, zuhören und wir werden schlauer. Hallo, darf ich mich vorstellen und auf eure Aufmerksamkeit bitten? Ich bin Tangolist. Ich, also, ja, es ist eigentlich nicht meine Art, das Ruder aus eurem mich zu reißen, aber... Entschuldigt, aber ich finde, uns läuft die Zeit davon, den Goal ist. Wir haben ein Riesenproblem. Sims und das Team macht sich auf die Tiefen dieser Welt. Und sie sind immer noch nicht zurückgekommen. What the hell? Endlich erfahren wir wieder mal was von Sims und das Team. What the hell? Ist das wahr? Ja, leider. Sims und sein Team brauchen ab, um Graudon zu suchen. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört, Herr Golest. Um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung, was mit ihm passiert sein könnte. Sie könnte schon seit 3 Parts tot sein. Keine Ahnung? Wie ist das denn möglich? Wir sprechen hier von Simsala. Aber sie sind nicht zurückgekehrt, so viel steht fest. Oh mein Gott. Das ist wahr und es scheint, dass Graudon eine Klasse zu hoch für uns ist. Was, so stark ist Pokémon als Graudon? Oh mein Gott! Geht doch in die Höhle und überzeugt dich selbst davon, wie stark es ist. Was, du hast doch Witze. Wer hier was redet, das könnt ihr euch aussuchen, Leute. Da unten fließt überall Magma. Da fragen wir uns doch bei lebendigem Leib. Oh. Ruhe, sei bitte ruhig, dein Golest. Ich bitte um Ruhe. Tief unter der Erde lauern zweifellos sehr viele Gefahren. Es ist jedenfalls bestimmt kein Ort, an den jeder X-Beliebige hingehen kann, dein Golest. Deswegen bat ich so viele Red-Teams, sich heute hier einzufinden. Meine Damen und Herren, meine Pokémon und Pokémoninnen. Alle, die geschlechtslos sind. Ich schlage vor, dass wir ein Spezialteam der Best von uns zusammenstellen. Spezialteam? Wer meldet sich freiwillig? Wer von uns wird unser Heldenteam, das Abenteuer in den Tiefen der Tiefsten dieser Welt auf sich nehmen? Harry, das ist doch eine großartige Gelegenheit. Lass uns das erledigen. Flemmi! Ob wir schon so bereit sind dafür, Flemmi? Lass das, liebe Freunde! Lombrero, Lombrero! Was ist los mit dir? Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ihr seid sicher viel stärker geworden, das ist wahr, aber... Es gibt draußen noch genügend Pokémon, die noch stärker sind. Lombrero! Will keiner vortreten? Dann kommt es! Ich werde gehen. Turtok! Oh, wenigstens schon einer mal, dass sich meldet. Wow! Das ist T, Turtok! T, Turtok! Verstehst du? T, wie Turtok! Du meinst Team Hydros Frontkämpfer Turtok? Oh mein Gott! Die Wasserkanonen auf seinen Rücken erzeugen solchen Druck, dass sie sogar dicke Eisenspalten durchdringen. Damit ist Wasser auf Stahl auch normal effektiv, ne?
Es heißt Groudon, sei ein Boden-Pokémon. Turtok! Ich bin ein Wasser-Pokémon, ich bin effektiv gegen Boden-Pokémon. Du kannst machen, was du willst, haha. Mein Hydro-Pump wird mit Groudon einen kurzen Prozess machen. Ich bin auch dabei. Wow, das ist Octillery. Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Wie Büroklammer. Ihre Spezialität sind hartnäckige und lähmende Attacken. Sie hält Gegner mit ihren Tentakeln und greift sie an. In jedem länger andauernden Kampf hat man sie lieber zum Freund als zum Freund. Was habe ich gesagt? Ach, egal. Schätzchen, wenn ich ein zähes Pokémon sehe, möchte ich es mit all meinen Tentakeln umarmen. Octillery. Ihr werdet mich dabei doch nicht vergessen, ne? Wow, Geowatz hat sich gemeldet. Er ist der brutalste Kämpfer von dem Team Rumpelfels. Also, manche Teams haben hier schon crazy Namen. Sein Körper ist hart wie Gestein. Er soll sogar Explosionen ohne bleibenden Schaden standhalten. Naja. Wenn Groudon erwacht ist, soll man das nur recht sein. Geowatz, ich benutze meinen Steinwurf. Dann bleibt er dort, wo er hingehört. Du weißt schon, dass Steinwurf nicht effektiv ist auf ihn. Na, egal. Oh, Turtok, Octillery und Geowatz. Niemand wird diese Wahl in Frage stellen, denn Golest. Diese drei Retter werden sich also aufmachen, Simsalas Team zu retten und das Retterteam zu retten, das vor ihnen ging, so heißt. Ja, gute Wahl! Bravo, super! Ihr repräsentiert uns alle, wir wollen stolz auf euch sein. Den Golest und so. Auf geht's, T-Turtok! Turtok! Turtok, Octillery und Geowatz machen sich auf, um Team Simsal zu retten. Und ich will da auch mitschmischen, aber mich lasst irgendwie mal keiner. Gelobrero! Ah, meine Güte. Schafft es für uns! Rettet Simsals Team! Ja, Party! Seht ihr, die sind ganz schön zäh, hm? Lombrero! Überlasst das Eder, die sind voll die stärksten Pokémon, so die kennt. Na gut, es hilft nichts, Harry. Wir müssen schon wieder eine normale Mission machen, damit wir weiterkommen hier. Hätten wir sie doch nur begleiten können. Aber es hilft, Family! Turtok's Team kommt bestimmt gut zurecht unter der Erde. Wir gehen weiterhin unser Bestes als Retterteam. Jo, Leute, das heißt wieder so mit Jobs machen. Aber wir haben endlich wieder mal was von der Story gehört. Hat er lang genug gedauert, Leute, oder? Warum ist da ein Dragoster auf der Fahne? Sieht geil aus. So, schauen wir mal, was in der Post ist. Lapishöhle. Unterstock 14. Was? Das will ich sogar machen? Okay, Moment, da schaue ich, ob was in der Lapishöhle frei ist. Um mal ganz was anderes zu zeigen, dann. Wupsa! Nehme ich mal ein Teammitglied mit. Tumultwald. Rettet mein Kind. What the hell? Klirrberg, Feuerberg, Donnerberg. Das R ist so schön rund. So, ich kann hier nichts verkaufen, oder? Knüllhof Club! Knüllhof! Ups, ich hab nichts für euch. Ja, müsst warten so. Ja, dann Knüllhof. War schön mit dir. So, gehen wir mal ins Partnerrad. Wen möchtest du besuchen? Wen haben wir alles? Hornio, Raspratz, Magnetilo, Samusel und Absol. Besuchen wir mal Absol. Schau mal, wo der wohnt. Geile Umgebung. Und eine ganz andere Musik, Leute. Also manche Umgebungen, wo die Freundes-Pokémon wohnen, sind richtig geil. Und hey, Musik kommt mir bekannt vor. Partymusik! Pass auf, Lemmy, die wird gleich schwindelig werden! Also die Musik ist geil, Leute! Die hat was! Ich bleib da mal hin und mal stehen und höre mir die Musik an. Schauen wir mal. Jetzt suchen wir mal ein paar andere Kumpels. Mal sehen, was die für eine Musik haben. So, von hier aus ist immer am kürzesten. Machen wir Samurzel. Besuch beim Samurzel. Pilzwald. Ja, das ist der Pilzwald. Wow, das ist ein großer Pilz, Leute. Meine Güte. Der ist ja riesig. Ja, das ist eine chillige Musik. Ich finde geil, dass jedes Partnerareal eine andere Musik hat, Leute. Leute. Ist eine richtig geile Sache. Prachtebene. Ich kann auch so besuchen, wo nichts drin ist. Und die Prachtebene ist eine Partymusik mit Regenbogen und Blumen und was weiß ich noch alles.
Also manche Ebenen sind richtig geil von der Grafik her. Für Game Boy Advance Verhältnisse ist es wirklich nice. Altes Labor, gehen wir mal da rein. Klingt ein bisschen technisch. Und hier ist ein Commuter. Ein riesiger Commuter. Und hier ist keiner, weil ich noch kein Pokémon für das alte Labor habe. Aber fürs Kraftwerk nehme ich die Magnetinos. Die Musik klingt ein bisschen anders wie die zu vorherige. Aber fast gleich. Was ist das eigentlich für ein Generator? Sieht aus wie ein Kraftwerk von Pokémon Rot, Blau, Gelb hier. Ah ja, ich muss aufpassen, dass hier nicht ein bestimmter Trainer kommt und mich fängt. Rot, Blau, Grün. So. So, schauen wir mal. Radfass kann ich noch besuchen. Und Hornleo, das ist noch so lange her. Und wow! Radfass hat auf die ganz chillige Musik, die Partystimmung macht. Okay. Und wohnt auf der Südebene. Was ist im Dschungel eigentlich? Wow, das klingt immer ganz anders. Willkommen im Dschungel! Ab in den Dschungel! Einfach mal so alle Partner gerade zeigen, Leute, ne? Und die Musik mal ganz was anderes im Part. Nicht immer, Missionen machen ohne Ende. Und das ist jetzt leider die gleiche Musik, aber das Kluftplateau schaut interessant aus. Sehr viel Gebirge hier. Magnetmine, was haben wir da? Wow, da gibt's einen Eingang. Cool. Aber irgendwie kann ich da nicht runter. Schade. Das wäre geil gewesen, wenn das ein Secret Dungeon gewesen wäre. Und hier auch. Wow. Da blitzt es und donnert es. Okay. Die Musik ist hier leider immer die gleiche. Hier unten finde ich schade. Im Plateau. Was haben wir denn hier alles? Ostteichgebiet. Kaulquappenteich. Wow. Mit Wasser und eine neue Musik. Coole Sache hier. Warum kann ich hier nicht rüber? Ah, jetzt. Map, map. Oui. Wieder ein sehr geiler Platz, finde ich. Die Musik ist leicht partymäßig. Einmal ganz was anderes, Leute, im Part, oder? Einfach mal alle Bereiche besuchen, die es im Spiel gibt. Obwohl das sehr viele sind. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah, hier. Manchmal finde ich den Weg zurück nicht, Leute. Erst nicht wundern. Was haben wir hier alles? Östliche Wälder. Hochnebelwald. Ich glaube, das ist Radfass und ein Hornliu. Wie chillige Musik. Und was ist das hier? Ein riesiger Felsen? Ja. Ein Hornliu. Ja, wartet im Hochnebelwald auf mich, falls ich ihn mal mitnehmen will. Hi, wie geht's so? Was? Es wirkt etwas angespannt. Okay. Angespannt. Ja, dann Hornleo, schön, dass du angespannt bist. Also es gibt wirklich sehr viele Dungeons hier. Tief Grünberg. Wir haben mit einer anderen Partymusik hier. Wuhu! Leider kein Pokémon hier, aber es ist eine geile Aussicht. Wieder mal. Also die paar Macher von Pokémon Mystery Dungeon haben sich schon was gedacht. Ja, what the hell? Da kann man hoch. Geil. Hier wahrscheinlich auch. Whee! Wie viel Pokémon pro Areal fangen kann, ist unterschiedlich, Leute. Also man kann bei manchen Ebenen wirklich sehr viele Pokémon reinhauen. Bei einigen wirklich nur eine. Zum Beispiel bei Legendären ist das so. Flussgebiet. Rubbelfluss. Cool, ich kann über Wasser gehen, obwohl ich ein Boden-Pokémon bin und Flamme auch, obwohl es ein Feuer-Pokémon ist. Wasser macht Spaß! Geile Sache hier! Alter, das sieht ja richtig geil aus hier mit der Wassermühle hier. Wenn man Wasserrad, das kann ja ein Rad sein. Das ist ja keine Mühle. Aber wie ich einfach mal so als Boden-Pokémon übers Wasser gehen kann, ist auch geil. Also es gibt wirklich hier sehr viele Partnerareale. Cloud-Ebene. Yeah! Die Musik passt hier zwar überhaupt nicht, aber hey, sieht hier richtig feurig aus. Ich glaube, Flammy fühlt sich hier wie zu Hause. Richtig, Flammy? Flammy! Ich werde offscreen natürlich wieder eine Mission machen, um die Story voranzutreiben. Aber ich wollte einfach euch mal die ganzen Partner zeigen, die es hier gibt. Und das sind wirklich sehr viele, wie ihr seht. Also ich bin hier noch lange nicht fertig, meine Güte. Pilzwald, Wandlerwald. Ich glaube, da wohnt auch ein Ditto. Oh, das sieht ein bisschen crazy aus hier. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganzen Partnerareale findet. Vom Design her, von der Musik her. Wenn ihr quasi mir schreibt.
damit ich euch das mal auch mal gezeigt habe hier im Spiel. Habe ich schon alle? Dschungelgebiet, dann war ich schon. Südebene. Savanne. Eine Savanne. Cool. Eine richtige Savanne, Leute. Noch nicht Wüste. Nicht wirklich Land ist es. Eine Savanne. Fertig. Und die Musik erinnert mich an was. An was erinnert mich das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder eine interessante Musik. Nicht vergessen. Es gibt wirklich so viele Partner, alle meine Güte. Und das sind noch nicht alle Leute. Nein, es gibt noch ein paar. Allerdings kommt die erst später ins Spiel. Wuhu. Also schön abgegrast. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Ich werde jetzt mal den Job hier machen. In die Lapishöhle gehen. In 14. Stockwerk? Ach du Heilige, das wird etwas lange dauern. Okay, Leute, ich hoffe, dieses Part hat euch gefallen. Wir haben einen kleinen Story-Einsatz. Und wie ich euch mal euch gezeigt habe, wie die Partner alle aussehen und wie die Musik dort ist. Und ich sage, bis zum nächsten Part und ciao. Wird Turtuxtreme Simpsons das Team retten können oder wird es scheitern? Bis zum nächsten Part. Ja, tschüss.